willkommen zurück zum gar nicht nervigen New World. Ich sterbe hier die ganze Zeit. Ich habe mir hier nochmal alles angeguckt. Ich sehe hier keinen Weg, keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt, ob wir einfach sterben. Und es dann einfach nochmal... Ich weiß nicht, ob auf der anderen Seite irgendwas ist. Ja, es nützt auf jeden Fall nichts. Es nervt mich einfach nur. Und wir müssen hier hin. Ich gucke, wir laufen einfach mal außen rum. Vielleicht gibt es da zufällig genau den perfekten Weg für mich, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber es nützt so nichts. Ich weiß sonst nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ich meine, wir könnten ja auch hier irgendwie da hochklettern, aber ich weiß nicht, ob wir dann... Wir können es ja mal versuchen. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer dass ich mich noch weiter ärgere und ihr hier Folgen guckt, wo ich 400 Mal sterbe und den Weg trotzdem nicht finde. Ja. Die Säure wird auf jeden Fall mein neuer bester Freund. Fall jetzt am besten hier noch in irgendwelche Löcher, wo wir auch noch stuck sind. Das wäre super klasse. Da würde ich mich richtig freuen. So, keine Ahnung, wo wir hier lang können, wo wir hier lang müssen, ob es hier überhaupt lang geht. Also es scheint auf jeden Fall schon mal einen Weg zu geben. Keine Ahnung, ob der überhaupt bis ganz oben führt oder ob wir irgendwann einfach am Arsch sind. Bitte nicht runterfallen. Können wir mal ganz kurz die Waffe rausnehmen. Ja, gut, hier geht es schon mal nicht so richtig weiter. Ich sehe doch, dass du da dran kommst. Du kommst doch so schon dran. Wir kommen doch quasi so schon mit der Hand da dran. Ist das dein Ernst? Jetzt hier drüben irgendwie lang, ich weiß es auch nicht. Es nervt mich einfach nur dermaßen. Aber ihr hört es wahrscheinlich schon. Und von mir aus fallen wir dann hier auch wieder ganz runter. Ist mir alles scheißegal. Ich meine, ich habe das hier schon tausendmal gemacht. Irgendwo lang geklettert, wo es eigentlich nicht weiterging. Habe ich auch mal viel Geduld gehabt. Aber mit dieser Säurenscheiße da eben kotzt mich alles nur so an. Und da kommen wir dann ja auch eh gar nicht weiter. Also das hilft uns hier auch nicht. Kann ich auch gleich wieder runtergehen. Laufen wir doch nochmal ganz außen rum, einfach nur, weil es so spaßig ist. Vielleicht kommt man da irgendwo lang, ich weiß es nicht. Aber da mit der Säure habe ich echt keinen Bock mehr. Gehen wir hier irgendwo hoch? Keine Ahnung. Ich versuche es jetzt auch nicht bis Ultimo. In diesem scheiß Wichsgebiet, keine Ahnung. Dann fallen wir hier eben runter. Mir auch egal, mir alles egal jetzt. Das Spiel Spaß pur. Nein, ich versuche mich zu beruhigen. Aber es ärgert mich trotzdem richtig, richtig hart. Und es sieht nicht so aus, als gäbe es hier einen normalen Weg. Versuchen wir es nochmal mit dem Klettern. Das könnte ja hier klappen, dass wir hier wenigstens hochkommen. Akropolis. Okay, kommen wir hoch. Wo ist denn unser Briefchen? Das sieht doch aus wie diese Figur. Ja, da, guck mal. Hier auch einen normalen Weg. Vielleicht gab es ja auch einen normalen Weg und wir haben ihn halt nur nicht gefunden. Aber wenn man erst nach innen muss und da der Brief so an der Seite liegt, dann. Und Kletterfahrt vor allem klingt halt für mich nach. Ja, mal eben genau hier hochklettern, wo wir sind. Was war das denn? War hier jemand? Hat mich jemand geheilt? Ich weiß nicht. Nicht, dass ich wüsste. Guck mal, hier gibt es doch einen Weg, ey. Da ist noch ein Sarkophag. Mann, wie einfach das sein kann, ne? Also wer die letzte Folge gesehen hat oder angefangen hat, sie zu gucken, skippt sie einfach komplett. Ich ärgere mich nur, muss 5000 Mal sterben. Oh, hier war gerade wer. Der ist erst gestorben. Und ich bin auch einfach null weitergekommen. Deswegen guckt euch einfach nur diese Folge an. Da sind wir nämlich genau da, wo wir eben hin müssten. Faszinierend. Eigentlich suchte ich eine Strategie gegen die verderbte Legion. Sie stellt eine seit Jahrhunderten nicht mehr dagewesene Bedrohung dar. Aber ich fand nur verstreute Überreste der Legion. Geborstene Schwerter und gespaltene Schilde. Wer hat die furchterregenden Legionäre bezwungen? Und gibt es diese Kämpfer noch? Oder sind sie zu Verlorenen geworden? Anscheinend haben sie sich einfach in Luft aufgelöst. Zudem habe ich Hinweise auf zornige Erdkreaturen entdeckt.
Die sind hier seit über 1000 Jahren nicht mehr präsent gewesen. Warum vermehren sie sich jetzt? Ein faszinierendes Rätsel. Was die schreckliche Gegenwart angeht, so habe ich sie flüstern gehört. Ein uraltes Böses, dessen bin ich mir sicher. Und es ist mir bekannt. Aber meine Erinnerungen vergehen wie Morgennebel bei Sonnenaufgang. Ich muss mein Bewusstsein stellen, um mich nicht zu verlieren. Das darf nicht geschehen. Nicht jetzt. Aban und ich werden die Suche nach Hinweisen auf dieses beunruhigende Rätsel fortsetzen. Ich werde Ghazi benachrichtigen, wenn wir etwas gefunden haben. Richtig cool, dass das vorgelesen wird sogar. Wir gehen mal ganz vorsichtig rückwärts. Okay, wir haben auf jeden Fall den Brief gefunden, den wir finden sollten. Keine Ahnung, ob es hier oben jetzt noch irgendwas anderes Cooles gibt. Auf jeden Fall haben wir dann endlich diese blöde Quest geschafft. Und können zurück. Zurück zur Stadt. Vielleicht gibt es hier auf dem Rückweg noch irgendwas Cooles. Da kann man ja auch hochklettern. Ich gucke es mir einfach mal an. Wo wir gerade schon hier sind, klettern wir mal die Akropolis hoch. Hier ist sogar für doofe weiß angemalt. Ist das nicht bei God of War oder bei irgendwelchen anderen Spielen ist das auch so? Da werden teilweise bei den Spielen bei Horizon ist das, glaube ich, auch dann so gelb oder weiß angemalt, dass man auch weiß, wo man lang kann. Hätte mir vorher mal geholfen, aber gut, da ging es ja auch nicht lang. Oder da sollte es nicht lang gehen, sagen wir es mal so. Da können wir hoch. Weiß nicht, was wir da finden werden. Vielleicht müssen wir da hin für die nächste Quest und laufen jetzt quasi einmal komplett umsonst. Aber im Worst Case springen wir einfach runter und vielleicht haben wir Glück und sterben und respawnen dann eh da bei unserem Zeltlager. Das hier war der Weg, wo ich dachte, wir kommen vielleicht von der anderen Seite hin. Als ich da unten stand und einen Weg gesucht habe, dachte ich, man könnte hier irgendwie hoch und dann diesen Weg quasi rückwärts gehen. Wo geht's denn hier hin? Richtig cool eigentlich, dass man hier so ganz hochklettern kann. Da ist eine Kiste. Stöcke. Es rappelt in der Kiste. Es rappelt im Karton. Tong. So. Da ist nichts, ne? Huch. Kletterst du mal bitte wieder da hoch? Hier ist auf jeden Fall überall alles mit Fackeln noch ausgeleuchtet. Also irgendwer wollte mal hier hoch. Gleich sind wir oben, haben dann zwar den Ausblick wahrscheinlich, aber sonst nichts. Gott, da geht's aber echt weit hoch. Bestimmt ist das die nächste Aufgabe, ich ahne das schon. Aber wir springen dann da oben, wir sind ja gleich ganz oben. Einfach runter. Hier gibt's auf jeden Fall fette Kisten, das ist schon mal nice. Fangen wir mit der an, da ist der Deckel schon unten. Offener Sarkophag. Dann den anderen, und kann man den in der Mitte auch machen? Ne, den kann man nicht mehr. Oh, aber da kommt ein Gegner, der uns jetzt angreift. Achso, wir sind ja Heiler noch. Ups. Oh. Mach das! Meine Fresse. Willst du kurz was essen? Wow! Ich hasse dich! Wow, jetzt habe ich nicht mal looten können. Egal. Wir machen jetzt einfach die Quest. Vielleicht müssen wir jetzt sowieso nochmal dahin. Und vielleicht kommen wir auch einfach zufällig nochmal in die Nähe. Aber ja, noch mehr ärgern will ich mich jetzt nicht. Wir reparieren mal ganz kurz. Wir sind ja schon wieder 4000 Mal gestorben. Ja. Da oben ausweichen ist natürlich auch super, wenn man nicht runterfallen will. Für so Bewegungslegastheniker wie mich. Aber naja. Der große Architekt. Haben wir jetzt wenigstens geschafft. Jedenfalls vielleicht Teil 2 von 7 oder so. Ich weiß ja nicht, wie viele Quests da noch kommen in der Reihe. Wie viele Folgequests wir jetzt noch machen müssen. Vielleicht haben wir ja das Glück und dürfen jetzt nochmal hochklettern. Den Kirschen haben wir hier nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir hier wieder zu ihr. Zu Ghazi. Hi. Du bist zurück. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Was ist das? Eine Tagebuchseite?
Imhotep hat Aban mitgenommen. Er ist ebenfalls ein Schreiber und enger Freund. Wo können sie nur sein? Im Tagebuch steht nichts. Ich muss es herausfinden. Allerdings müssen wir uns um Dringenderes kümmern. Ich frage ungern erneut, aber Helden sind dieser Tage schwer zu finden. Ja, was muss ich tun? Ziel erfüllt? Traumhaft? Schattensplitter bekommen? Deine mutige Verteidigung der Flüchtlinge hat die Legionsgarnison bei Crassus' Aufstieg erzürnt. Sie bereitet einen Angriff vor, um uns alle auszuradieren. Das ist also eine echte römische Legion? Es ist dir also aufgefallen? Das sind die ursprünglichen Römer, die einst Neukorsika gegründet haben. Sie waren die edlen Beschützer der Schwefelsandwüste, doch die Verderbnis verwandelte sie in eine Plage dieses Landes. Es läuft immer wieder auf die Verderbnis hinaus, nicht wahr? Ich will gar nicht darüber nachdenken. Sie geißelt das Land seit Tausenden von Jahren. Selbst die Ahnen waren einst ihre Opfer. Die Verderbnis entfesselte einen schrecklichen Kataklysmus. Sind die Ahnen deshalb verschwunden? Ich weiß es nicht. Selbst Imhotep weiß es nicht. Doch konzentrieren wir uns auf die aktuellen Probleme. Die Festung der Legion liegt im Nordwesten. Greife sie an und ich versuche indes, Imhoteps Spur zu verfolgen. Wir treffen uns vor der Festung. Viel Glück! Voll gut, wir kriegen die Centurio-Klinge. Richtig gut. Richtig gut, das machen wir jetzt auch mal. Auch wenn wir da jetzt hochklettern, müssen wir da hochklettern? Nein, wir müssen ganz woanders hin. Präventivschlag. Ich hoffe so sehr, dass wir das überhaupt schaffen mit unserer Ausrüstung. Wir reisen mal ganz kurz dahin. Und schon ist das schon mal an. Führe hier einen Schlag gegen die Legion durch, um einen Angriff auf Vikala al-Wahad zu verhindern. Crassus' Aufstieg. Da laufen wir jetzt mal hin. Ich mag diese Ladebildschirme so gerne. Die sind richtig cool. Da lang. Jetzt uns hier mal wieder ein Pünktchen. Da können wir auch gleich theoretisch hier nochmal die andere Quest mitmachen. Ja, diese schweren Steine, wir müssen richtig rüberklettern. Was ist denn das hier? Ich würde ganz gerne nicht diese Haupthandlungs... anheften. 4. Wölfe, Schafe, hier ist alles da. Okay, also Kriegsbeute beschaffen. Nebenbei. Ist das davon ein Zeltlager? Das würde ich direkt auch wieder mitnutzen. Ich hätte ja gerne da oben die Kisten gelootet, aber ich habe nicht ganz... Entweder ist der gespawnt, weil wir die Kiste aufgemacht haben, oder er ist halt gespawnt, weil eben noch vorher jemand da war und er einfach respawned ist. Das weiß ich jetzt nicht. Oh, Rücksetzpunkt. Ja, ja, ja. 140 Meter. Kommen wir hier so lang? Crassus' Aufstieg. Pieksige Sachen. Was ist das? Sandstein? Cool. Nehmen wir mal kurz mit. Ich hoffe, der Typ kommt nicht gleich wieder zurückgerannt. Sondern wir können hier vielleicht noch vorbei sneaken. Ach, zu spät. Okay. Das ist auf jeden Fall die Beute. Kann ich das ganz kurz bitte... erst aufmachen, danach kannst du mich angreifen. Wunderbar. Wo bist du denn überhaupt? Oh, jetzt habe ich gerade kurz nichts gesehen. Da war ich auch zu spät. Boah, auf mich zu schießen. Ich glaube, es geht los. Wie viele müssen wir denn? 5. Okay, hier ist auch noch einer. Lässt er uns? Kann ich nicht, ne? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Wieso trifft er uns überhaupt hier so durch? Auf Speere auf mich zu werfen. Ich wollte dir gerade ausweichen. Ich war noch im Angriff. Okay, wie viel Kriegsbeute brauchen wir? 6. Okay, okay, okay. Wir heilen uns hier gleich nochmal. Warum sind meine Sachen eigentlich immer so super low hier im Heilen? Wenn die anderen mich heilen, dann heilen die mal gleich richtig viel auf einmal. Wenn ich heile, dann ist es halt super wenig. Ist doch kacke. So, wo sind noch mehr Einsen? Da oben. Kommen bestimmt noch genug Gegner, ne?
Müssen wir jetzt hier nicht die da unten. Wir können ja auf dem Rückweg vielleicht noch welche mitnehmen, wenn es nicht reichen sollte. So, guck mal, ihr seid schon mal zu zweit. Zu zweit. Oh, zu dritt sogar. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. So viel ausweichen kann ich da noch gar nicht. Okay, einer ist tot. F. Wir wollen einmal F. Hört auf, mich anzugreifen. Oh, natürlich, in den nächsten reinlaufen. Das ist richtig gut. Vor allem, weil ich ja nicht gerade schon fast tot bin. Haben wir den noch getroffen? Ich hoffe es. Blocken wäre vielleicht auch mal eine Alternative, ne? Ja, danke. Geh an die Kiste. Das ist viel wichtiger, als mir zu helfen. Wow. So. Kiste nehmen wir auch mit. Wir heilen uns dann gleich mal. Geh bloß weg von mir, ey. Geh irgendwelchen anderen Leuten hinterher. Mir soll's egal sein. Okay, die Beute da ist auch verschwunden. Also diese da noch verbrennen. Können wir das mal bitte einfach... Meine Güte. Einfach verbrennen. Den... Was? Haben wir nicht schon mehr? Haben wir erst drei? Okay, da ist auch noch eine Kiste. Ja gut, die nehmen wir dann auch nochmal mit kurz, wenn wir hier schon sind. Und dann geht es nochmal kurz auf die andere Seite. Dann machen wir die zwei noch. Dann war es das aber für diese Folge. Ich bin eigentlich schon länger, als ich wollte. Oh, Brief lesen. Wird der auch wieder vorgelesen? Nee. Die Reise der Römer, Seite 5. An Legat Crassus. Ein Angebot. An Legat Crassus. Eure Befehle und die Disziplin eurer Männer weist euch als starken Soldaten und Veteranen zahlreicher Eroberungsfeldzüge aus. Doch ihr habt inzwischen gewiss bereits erfahren, dass dieses Land anders als alle anderen ist, die ihr bisher... Mann. Ich will nur hier nur lesen. Die ihr bisher zu bändigen gewagt habt. Der Lohn der Unsterblichkeit macht langwierige Kriege überflüssig und die Ruinen, in denen ihr nun heimisch seid, beweisen, dass unter dem Sand dieses seltsamen und schrecklichen Ortes noch größere Gefahren lauern. Daher unterbreite ich euch im Sinne des Friedens und zum Wohle des großen Ganzen dieses Angebot. Nehmt mich in eure Dienste auf. Ihr habt auf euren Reisen und durch eure Strapazen gewiss viel an Weisheit dazugewonnen. Daher möchte ich euch wissen lassen, dass ich zahlreiche Leben hinter mir habe und diverse Tode auf der Suche nach derlei Wissen gestorben bin. Ich biete euch dieses Wissen an, zusammen mit meinen umfassenden Chroniken dieser neuen Welt und deren Bewohnern, wenn ihr einwilligt, euch von mir beraten zu lassen. Solltet ihr diese Bedingungen als annehmbar erachten, findet ihr mich am Fuße der großen Pyramide. Dort warte ich auf euch. Imhotep, Weiser der Schwefelsandwiesen. Das klingt ein bisschen so, als wäre er übergelaufen, muss ich sagen. Seite 5. Das heißt, es wird hier sicherlich noch ganz viele andere Seiten geben. Da oben können wir noch irgendwas verbrennen. Und auch da unten wieder. Ich schätze mal, wir müssen danach... Oh ja, natürlich respawnt ihr jetzt hier, das ist klar. Oh, halt ja. Gar nicht heilen, sondern kämpfen. Ja, natürlich. Kommt ihr jetzt gleich beide an, ist klar. Du nervst mich so sehr. Kann ich mal bitte hier weg? Oh, der da drüben greift mich auch noch an. Na, klasse. Dann muss der hier als erstes mal sterben. Schnell bitte. Okay, der ist tot. Ganz kurz die Beute aufheben. Den da treffen wir natürlich auch nicht. Lass mich kurz was essen, bitte. Und da müssen wir wieder raus. Und dann nehme ich gleich noch einen Trank. Sind das jetzt schon vier, die hier hinter uns her sind? Da hinten ist noch einer. Hier rechts war noch einer. Der hier. Fuck you. Ach, das ist so ein Fetter hier, ne? Den haben wir von oben mitgebracht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen.
Sieht gerade schwierig aus. Gehen wir mal kurz was essen, bitte. Vor allem bin ich halt auch nicht zu weit weg, weil ich dann wieder andere adde. Okay, ein bisschen. Kommst du mir hinterher? Nee. Du hast halt einfach keinen Bock auf mich. Ich sehe es. Oh, die dicke Kugel. Die wollen wir nicht. Sind wir jetzt durch den anderen noch durchgerollt? War zu weit hinten, ne? Oh, die hätte ich sehen können. So, aber jetzt reicht's mir hier auch mal mit dir. Okay, du bist schon tot. Okay, okay, okay. Dann mal ganz kurz das hier für die Quest machen. Den letzten. Dann looten wir hier, bevor hier wieder Respawn ist. So, besiege Primus Falco. Wo ist der denn? Auch hier, natürlich, klar. Da muss ich wohl doch wieder nach oben. Ganz kurz mal F. Ich selbst, glaube ich. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da oben, vermutlich. 23 Meter. Ich sehe es halt nicht. Müssen wir wohl hier rum. Da, wo alle hinlaufen, vermutlich. Och, wenn ich mir nicht sicher bin, ob das immer das richtige Indiz ist. Einfach der Masse hinterher zu laufen. Aber ich schätze mal, der wird ganz oben sein. Da können wir hoch. Können wir hier auch rum? Ne, da will ich erstmal nicht rumlaufen. Kommt der mir hinterher? Will der mich? Der will scheinbar mich. Das sieht mir hier aus wie ein Platz für den Obersten. Okay. Ich wollte eigentlich das, wollte ich machen. Oh, ich habe nichts gesehen. Hier brennt alles. War ich das? Ja, ich glaube. Meine Güte, hört auf mich zu nerven. Oh, drei. Ja, traumhaft. Ich bringe mich aber auch immer wieder in Schwierigkeiten, ne? So, lass mich bitte ganz kurz recken. Ich bin gleich wieder für euch da. Ja gut, wer einfach hochläuft, hat ein bisschen selber Schuld. Gebe ich zu. Lass mich da weg. Okay, wow, keinen getroffen. Das ist super gut. Kann ich hier durch? Bitte, lasst mich da durch. Okay. Dauert mir alles zu lange. Okay, einer tot. Dann nur noch du. Wir zwei beide hier, ne? Komm du mal hergelaufen. Komm her, komm. Mann! Das war schwierig. Aber das ist immer noch nicht hier Hasenfuß. Hier, wie heißt der? Primus Falco. Upsi, ich wollte das... Oh Mann, jetzt laufe ich auch noch weg. Traumhaft. Mein Tag. Mein Tag. Ja, ich würde sagen, ich... unterbreche hier mal. Ich habe schon viel länger gemacht, als ich wollte. Eigentlich wollte ich nur noch den 5. davon einsammeln und dann erstmal Pause machen. Aber ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.